Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange 2, I der get that he's Episode sick of all this Rules. shit, but why are we playing this game? Ich weiß nicht. Ja, wir sollen jetzt ein bisschen Hausarbeit machen, danach rausgehen und ja, Daniel hat nicht so richtig Bock drauf. Ja, und nachdem ich jetzt heute, also es ist eine neue Aufnahmesession, nachdem ich jetzt in das Spiel reingegangen bin, stand unter dem Name Rules quasi, also so heißt die Episode, stand das Lebkuchenhaus. Deswegen irgendwie logisch gewesen, aber wir werden da nicht, also wir werden hier nicht bleiben können. Wir werden irgendwie, ich glaube jetzt nicht, dass unsere Großeltern uns essen wollen oder I so. haven't seen any actual fish in there since we got here. Ich schon, du bist einfach blind. Aber wahrscheinlich irgendwer aus der Nachbarschaft wird uns dann doch verraten und wir müssen dann doch irgendwie abhauen, keine Ahnung. Aber so viel ist jetzt noch. Hier das Where the hell Schlauchboot. is he hiding? Ja. I don't know when Daniel will be able to go back to his school. Müssen wir jetzt eigentlich die Wäsche machen, aber ja, Daniel, kein Bock. Ob du da irgendwas gesehen hättest. Jetzt ist er bestimmt drin. Step by Data Logik. Auch nicht. Jetzt vielleicht? Jetzt vielleicht im Schrank. Na, das haben wir schon angeguckt. Not here. Come on. Gotta do the laundry first. Er ist im Aquarium. Ich mir den Kamin schon angeguckt hier. Such a big fireplace. And not even needed. That's luxury. Das They ist have a mein Fernseher. kick-ass set, but they only watch boring shows and cable news. Feeling of Liebesromane. love. Passion Princess? Escape to pleasure? Man, does Claire read all these? Warum hat die Kamera so hoch gemacht? Oh, this looks cool. Too bad it's broken. I'm glad I picked these up. Gives me something to work on when they're all watching TV. Tried one of Claire's books yesterday. It's basically a telenovela with white old women. Tja, wo könnte Daniel noch sein? Auf der Toilette nicht, oder was? Nein, nein, das kann nicht sein. Fuck. This house isn't that big. I should be able to find him. Oh. Ich hab das doch hier den Schrank gesehen. Müssen wir noch Yep. reingucken können. Daniel knows how to milk Grandma for toys. Good. He deserves to be spoiled. Hab ich schon mal geguckt. Daniel is training his precision with ease. Fucking awesome. Die Tür. Ach, ich weiß, warum die Tür sich so bewegt hat. Er hat sie gesteuert. Gee, don't know why crooked frames stress me out like this. Der ist auch nicht hinter.
I know you're in there. Gotcha! What the? Behind you! Yeah, very funny. No more hiding. Seriously. Okay, okay. What do I have to do? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Again? We always have to clean everything. I don't wanna. Yeah, I hear you. Never mind, okay? Cool. Thanks, Sean. Hey, wie jetzt? Hä? Habt ihr das gesehen? Hä? Alright. Time to take care of that laundry. Thanks, Claire. Jetzt ist er auch noch unsichtbar, Alter. Der ist hier. What the fuck of this? What the fuck is going on? Hä? Jetzt ist er unten. Aber was zur Hölle ist hier, was mich auffällt? Ich kann ja nicht weiterlaufen. It's so weird to be back here again. Claire and Steven are kind of weird sometimes, but they do care about us. I'm glad they're spoiling Daniel. Fish. Wish I could. Dad never really got along with them, though. I barely know them. Family, right? We're safe. Vorerst. That's all I need. What are you doing, Sean? Nothing, just taking a look at the house. It's pretty cool here. It's not like home. But Grandma and Grandpa are nice. Yeah, they are. We're lucky they took us in. How long are we gonna stay with them? I don't know. As long as it's safe for us. And for them, I guess. Yeah. Ist ja lustig, wenn irgendwie diese, naja, Holzstäbe ein bisschen enger zusammenstehen würden, die dann einfach im Kopf stecken bleiben. So. Haben wir jetzt? Haben wir noch was zu tun hier? Alright. Enough contemplation for today. Hast du schon das Zimmer aufgeräumt? Nein. Warum auch? Mit? Das sieht gut aus. Our dirty clothes are in the bathroom. Obviously. Hey, what? Müssen die dreckige Wäsche? Die muss ja in unserem Zimmer sein. Warum können wir die nicht einpacken? Hey. Daniel looks like a total thug in his new pajamas. Hier liegen die Klamotten rum, aber was? Can't believe we actually spent a month out there by ourselves and survived. Das war schon nicht schlecht. Pretty badass.
Dich draußen im Schnee. Die dreckige Wäsche finden. Finden. Jetzt muss ich die dreckige Wäsche auch erstmal finden. Haben wir die nicht schon mal irgendwo gefunden? What the fuck, ey. Genau hier ist eine Barriere. Ich weiß nicht, was das ist. Alright, let's get it over with. Und bam. What the fuck? Das ist schon verrückt, dass es einfach nicht weitergeht an der Stelle. Ich muss mir das in der Aufnahme nochmal angucken. Daniel ist einfach verschwunden an der Stelle. How many programs does this thing have? Okay. It will do. Genau. Und dann ist es zu klein. Dich draußen im Schuppen umsehen. Whoa. Look at all these decorations. That's so cool. What the fuck? Gee. Don't know why crooked frames stress me out like this. Was ist der denn? Kannst du besprechen? Ich hab keine Ahnung hier. Wir lassen das mal. Boring laundry? Done. Time for fresh air. Okay. Time to burn off some calories. What do you say? Haha! Yes! Nach zig Wochen endlich mal wieder frische Luft. Feels so good to be outside. Reminds me of the cabin. Right? Ow! 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 Watch out for the pack. So that's the treehouse Steven helped out with. Pretty awesome. Hm? Jetzt steht er da. Wie angefroren. This place is actually kind of nice. Was ist die Küche hier? Wonder what it's like in the summer. Mitte. Get ready for storage wars. What's wrong? Brech den Schlüssel jetzt nicht ab. Frozen shut. Of course. Sean, look! Captain Spirit. Wow, ich hab super Kräfte. Nicht ein Bild kalt? Did you see that? See what? We just got here. Are you okay? Yeah. I didn't see anything either. Okay, I just fell down into the snow. Dad says I'm kind of clumsy. That t-shirt is wicked. Who's your favorite superhero? I love Power Bear. Oh man, I have the
mega power bear. You should check it out. Dude, that's so cool. Chris, oh God. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. Wie wär's mal mit einer Winterjacke oder so? Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes. Even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Yeah. But not for long. We're just passing by. I see. Oh, geez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, Listen. If Claire asks, tell her everything is fine. Sure. No problem. Cool. See you around then. Okay. Thanks, guys. See you later. Yes, we will. Daniel, did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to let him fall? Really? Wow, das ist jetzt so eine harte. Die Regeln sind aber wichtig. Aber dann ist ihm wieder. Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, was hier am Ende passiert. Am Ende landen wir in irgendeinem Labor oder so. Ja, ich weiß, dass ich mit Rubik's Cube bestätige. Beziehungsweise Daniel landet in irgendeinem Labor, weil er seine Fähigkeiten zu oft eingesetzt hat in der Öffentlichkeit. Mann, das will ich eigentlich nicht. I know you only wanted to help, but it's too dangerous for both of us. Whatever. Rules are boring. Yeah. But it'll be worse than boring if we get busted out here. Come on, Daniel. Steven already saw you using your powers. Okay. I'll be super careful. Swear. Daniel, remember that we're hiding out. So no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time, okay? So, kommen wir jetzt in den Schuppen rein? Wahrscheinlich nicht. Das war es dann wahrscheinlich schon wieder. Ja. Und die Nachbarn sind schon komisch. Ja, dafür müsste man vielleicht mal Captain Spirit gespielt haben. Was wir wahrscheinlich auch noch machen werden. Vielleicht mal im Livestream oder so. Oh, fuck. That kid never listens. Ja. Okay. Time to get Daniel at the Ericsons. Ist noch keine Hose hier rumliegen. Alter. Na dann mal los. Claire? Steven? Ja, über die Tür schmeißen, ey. Anybody home? No. Well, looks like I'm home alone. Na dann. Können wir jetzt vor die Party schmeißen alleine.
Oh, right. Sunday morning. Claire and Steven must be at church. Okay, macht Sinn wahrscheinlich. Machen wir halt alleine Frühstück. Was wahrscheinlich nicht geht. Steven and Claire are gonna freak if they realize he went to the Ericsons. Wahrscheinlich. We had a good time decorating the tree together last night. Daniel loved it. Das war heute Heiligabend oder was? Well, maybe I could use the phone while they're away. Weiß ich nicht. Ist das gut? Ist das nicht gut? Ich würde leider schon gern anrufen. Was ist? Just a quick call can't hurt us. Hätte ich meine Nummer eingegeben. Yes? Myla? Hey. It's Sean. Holy shit. No way. Are you mad at me? No, I'm not mad, asshole. I mean, you literally hung up on me. Sean, it's been weeks. How could you cut me off like that? Myla, I'm so sorry. We had to hide out for a while. Plus, I ditched my phone. Never heard of payphones? I had to lie to the police for you, for fuck's sake. They grilled me for hours after your last call. I'm so sorry. Thank you so much. I don't want you to get into any more trouble because of me. I better go. No! Please, don't. Do not hang up on me. Not this time, dude. Talk to me. Please. How are you? How's Daniel? We're all good, Lila. Better than we've been for ages. I swear. Okay. Now, where the hell are you? Na komm. Wenn wir jetzt nicht hier... We're in... Oregon. Let's say... We found some help. For now. Really? That's what I wanted to hear. Sean. I kept seeing all these awful things happen to you. I know. I'm sorry. Please tell me about you. About high school, anything. Other than this fucking mess. Wen? Like, how's the gang? Well, the guys are fine. Adam's all about this new game. Fuck. Ich kenne die ganzen Typen gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wer da alles eine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht mal, wie Lila ausgesehen hat, ehrlich gesagt. Ellery's now the captain of the track team. They're kicking ass. Considering they lost their best runner. Sure. I'm a pro runner now. What about Lila the Love Witch? Seeing someone? No way. I'm way too busy trying not to lose my shit over you and Daniel. I've been really worried, Sean. I'm on medication. I couldn't sleep anymore. Oh, fuck. You're gonna be okay, Lila. So are we. But you have to be strong. We'll see each other again. We just have to wait until all this blows over. And they forget about us. Das kann aber lange dauern, du. Promise.
It might be a while, but I'll try when I can. Thank you for calling, Sean. You literally saved my day. It was so cool to hear your voice, Lila. I gotta go look for Daniel now, but I'm glad I called you. Oh, man. I miss you guys so much. You better take care of yourself. My baby boy. Give him a big hug for me. I will. You take care too, okay? Seriously. Love you, Lila. Was? Warum legte der Mann einfach auf? Ich hab doch nicht mal Tschüss gesagt. Das war Konsequenzen. I really miss her. Stop thinking about that. Ich war auch genau das ist der Auslöser, dass sie uns hier finden. Time to go get Dan. Das glaube ich nicht, die finden uns hier so oder so. Egal, was wir machen. Die nächste Notiz, juhu. Well, I guess they won't be back for at least 2 hours. Morgen, ihr Schlafmützen. Wir haben euch ausschlafen lassen, während wir in die Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald in die Bormann-Oper. PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt. Gut gemacht, Jungs. PPS, what the fuck. Danke fürs Aufräumen. Das ist sehr lieb. Was denn aufräumen? Maybe I could use Stephen's laptop? Nee. It's been ages since I've had news from the real world. Na gut. Ah, vergiss nicht, den Verlauf zu löschen. Jeez. Steven went search crazy on us. Look at this. Erster Artikel, Explosion und Schießerei in Seattle, ein ungelöstes Geheimnis. Wachtmeister Tanaka hält Pressekonferenz zum Seattle-Vorfall ab. Polizei erwägt weiterhin jede Spur inklusive Terrorangriff. Und ging Auseinandersetzung. What the fuck? Mehr Fragen als Antworten im Seattle-Vorfall, als Freunde und Nachbarn den Verlust des örtlichen Mechanikers betrauen. These articles are almost a month old. Maybe they stopped looking for us? Ja, wo sind die Diaz-Brüder? Ich wurde ohnmächtig, sagt der Hauptzeuge der Seattle-Explosion nach Krankenhausentlassung. Okay, der hat's also überlebt. Proteste in Seattle, Polizei Seattle plant Seminare zum Bewusstsein zu ethnischen Vorurteilen. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. What the hell is this? Had no idea Steven could fall for this bullshit conspiracy theories. Hey, verfolgt haben jemand die Schießerei in Seattle? Es gibt eine Menge Dinge, die niemand erklären kann. Wie starb der Polizist wirklich? Woher kam diese mysteriöse Explosion? Wie sind die flüchtigen Brüder entkommen? Warum verhält sich die Polizei so geheimnistuerisch? Mit den Details diskutiert. Wenn ihr exklusive Infos habt, postet sie bitte hier. Ich habe den totalen Überblick. Geht zu fakeexplosion.url für die gesamte Geschichte zu dieser Vertuschung. Das neue Kraftwerk, das sie in der Stadt bauen wollen, ist eindeutig ein Teil davon. Sieht aus, als würden sie es den armen Kindern anhängen. Alles klar. Ich habe das Überwachungsvideo gesehen und das war nie im Leben eine natürliche Explosion. Was passiert da in Seattle? Vielleicht die Vorbereitung für eine gefälschte, verdeckte Operation? Ich habe gelesen, dass ein Motelbesitzer die Kinder gesehen hat und sie seine Toilette in die Luft gejagt haben. Ja, auf jeden Fall. Haben wir seine Toilette in die Luft gejagt? Wir haben vielleicht das Schlafzimmer ein bisschen durchwüstet, aber die Toilette haben wir nicht in die Luft gejagt. Habt ihr die Nachrichten über die Brüder an der Tankstelle gesehen? Klingt verdächtig. Nicht als ist eine Verschwörung, ihr amerikanischen Wichser. Die Eltern meiner Freundin arbeiten für die Polizei in Seattle und sie sagen, dass eine riesige geheime Jagd auf die Brüder veranstaltet wird. Ich habe gehört, sie wurden für Experimente benutzt, aber sie sind jetzt auf der Flucht, weil die Experimente gelungen sind und sie gefährlich gemacht haben.
Ich weiß, dass überall Experimente stattfinden, weil ich selbst das Ergebnis eines Experiments bin. Alles klar. Wenn du selbst ein Experiment beschreibst, ist auch nicht hierhin. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dass wir jetzt Leila angerufen haben, war eigentlich schon ein zu gewagter Schritt. Auf jeden Fall, ob wir jetzt hier noch Dude, weiter move your ass. schwimmen, Who ja. knows what Daniel's doing over there? Was, wer weiß es schon, Mann, Digga. Entspann dich mal, dann wird es schon gut gehen. Ich möchte abmoderieren, ja? Ja, jedenfalls, ob wir da jetzt noch weiter in den Computer reingucken, das gucken, das überlegen wir uns mal in der nächsten Folge. Und ja, zu den Nachbarn gehen wir dann auch, um zu schauen, dass es Daniel gut geht. Wie dem auch sei, bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin. Ciao.